Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute wollen wir nochmal eine Muttertagskarte basteln, denn es ist ja noch nicht zu spät. Ich habe wieder mit meinem neuen Stammset, den strahlenden Stickeffekten, was vorbereitet. Und ich bin ganz gespannt, wie euch das gefällt. Die Karte sieht so aus. Und diesen Stempel, den habe ich wieder gefunden. Das stempeln wir alles zusammen. Fragt mich nicht, wo ich es her habe. Es ist hier ein Stempelset. Ich habe es zerschnitten. Ich habe mir auch leider nicht aufgeschrieben, was das ist und woher das ist. Aber ist auch egal. Ihr habt bestimmt auch solche Stempel zu Hause. Solche, ich weiß auch nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall, wo ihr immer ein Stempel nach dem anderen drauf macht. Und dann ergibt das halt so ein schönes Blümchen. So wie hier. Genau. Das wollen wir jetzt einmal zusammengestalten. Und zwar brauche ich erstmal hier ein Schmierblatt. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Dann braucht ihr hier eure Stempelmatte und einen weißen Cardstock, wo ihr drauf stempelt. Und dann fangen wir auch erstmal ganz easy peasy mit dem Blümchen an. Und zwar mit der Umrandung. Die ist ja einfach nur schwarz. So, und da wir heute mit drei Farben arbeiten, also die Blumen in drei verschiedenen Farben, damit ich euch das mal zeige, wie schön das eigentlich aussieht, stempeln wir erstmal drei Blümchen. So. Ach so, und wenn wir da auch schon mal bei sind mit schwarz, dann brauche ich nachher nicht nochmal rauspulen, machen wir auch gleich die Blätter. So, gut. Dann kann nämlich das Schwarz schon mal weg. Jetzt habe ich meinen Stempelreiniger nicht. Moment. So, Stempelreiniger ist da. Ich habe hier einmal Heideblüte, das ist das dunklere. Und Fräsienlila, das ist das hellere Lila. Damit fangen wir an. Ihr geht einmal mit eurem Füllstempel sozusagen ins Stempelkissen. Ersten Abdruck weg. Und da müsst ihr natürlich nur treffen. Und da das ja ein Clear Stamp ist, ist das natürlich mega einfach. Ihr braucht ja nur da durchgucken. Und wenn ihr der Meinung seid, ihr sitzt oben drüber über den Stempel, dann drückt ihr einfach ab. Es ist jetzt sehr leicht für euch zu sehen. So, den brauche ich gleich nochmal für die anderen Farben mit euch. Dann kommt als nächstes der zweite Stempel. Da gehe ich nochmal in das Fräsienlila, stempel den aber nicht ab, sondern nehme den ersten Abdruck sozusagen vom Stempel. So, dann ist er quasi schon mal dunkler, dann seht ihr schon mal, dass sich das ein bisschen abhebt. So, dann kann das eigentlich schon wieder zu. Das war Fräsienlila. Ich kann es euch ja hier so hinlegen, dann könnt ihr es sehen. Heideblüte. Huch, da ist er, genau. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Da auch einmal abstempeln und dann wieder ins Blümchen. So, und dann nehmt ihr euch den dritten Stempelabdruck. Ich muss das hier mal vernünftig hinlegen. Das ist der vierte. Und den nehmt ihr auch wieder einzeln und stempelt den dann wieder ab, wenn es richtig drauf sitzt. Sieht schon mal richtig schick aus. So, das war Heideblüte. Das Innenleben machen wir gleich, das machen wir dann nämlich einfacher. So, das war die erste Blümeli. Zweite Blümchen machen wir einmal mit Flamingo Rot und mit Calypso. Jetzt frage ich mich gerade, genau, Flamingo.
Genau, den Füllstempel. Wir fangen mit Calypso an. Einmal abstempeln. In die Blume. Das sieht einfach nur mega schön aus, oder? So. Dann nehmen wir den nächsten. Wieder ins Calypso. Und dann direkt drauf stempeln. Ist schon schick, ne? Und mit dieser Stempelmatte kommt das, das dauert ja auch einen Augenblick und dann wird der Abdruck ja noch ein bisschen besser. Dann kommt der dritte Stempel, Flamingo-Rot. Das muss ich nur einmal kurz abstempeln. Ja, das kommt auch. Ne, da kommt der erste Abdruck rein, weil das ein bisschen heller ist. Es ist kaum zu sehen, aber gleich hier durch den vierten Stempel sieht man das nachher. Den stempel ich auch nicht vorher ab. Da müsst ihr dann auf eure Farben achten. Also ich hatte heute Nachmittag ein bisschen Spaß. So, zeige ich euch gleich. Calypso und Flamingo-Rot. Ist das schon schick, ne? So, und dann haben wir hier noch Magenta-Rot und Bonbon-Rosa. Oh, ich liebe diese Pinktöne, ne? So, ersten Stempelabdruck wieder. Den stempel ich einmal ab. Und dann ins Blümchen. Dann nehme ich den zweiten, wieder ins Bonbon-Rosa und direkt in die Blüte. Und das allein ist ja schon total schön. Guckt mal. Ja, dann nehmen wir den dritten. Da muss ich nur einmal kurz gucken. Ja, dann nehmen wir den zweiten. Ja, bei den Pinktönen ist es leider ein bisschen farbintensiv. So, und den vierten, den stempeln wir dann direkt wieder rein. Und irgendwann habt ihr das drauf, wie die Stempel liegen. So, wenn ihr immer gleich die Stempel sauber macht, dann könnt ihr natürlich super schnell arbeiten. Und das sind ja jetzt schon mal richtig schöne Blüten. Dann machen wir uns auch gleich schon mal das Grünzeug fertig. Ich räume das noch mal kurz weg. So, fast vergessen, den Blüteninhalt, das müssen wir auch noch machen. Das machen wir aber gleich. Jetzt machen wir einmal kurz die das Grünzeugs. Ich habe hier einmal Tannengrün. Und Minzmakrone. So, dann fange ich mit dem ersten Ausfüllstempel an. Das sind die oberen drei Blätter. Da gehe ich gleich mit dem dunklen Ton rein. Stempel das einmal ab. Dann kommt der etwas hellere Ton, den auch hier ins Tannengrün einmal abstempeln und hier rauf. Und da kann man so viel schöne Stempel mitmachen. Also wenn ihr so ein paar Stempelkissen zur Auswahl habt, ist es unglaublich schwierig auch sich zu entscheiden, weil es sieht auch einfach mal alles schön aus. So, das war jetzt das Tannengrün. Und jetzt kommt die Minzmakrone. Da sind hier einfach nur noch so ein paar Striche. Und dann nehme ich auch den ersten Abdruck. Dann zeige ich euch das gleich noch einmal.
Ist so total hübsch geworden. Kommt jetzt hier vielleicht nicht so rüber. Ich habe es hier vorhin auch noch mal. Das muss erstmal antrocknen. Also so sieht es dann aus, wenn es getrocknet ist. Jetzt machen wir noch mal Blüteninhalt. Und zwar habe ich hier drei Inhalte, die wir hier stempeln. Und dann habe ich einmal Osterglocke genommen und Mangogelb. Wir fangen auch mit der Osterglocke an. Das ist der Füllstempel. Den machen wir einmal, oh, jetzt habe ich nicht richtig getroffen, einmal den ersten Abdruck weg. Und dann zeige ich euch das gleich einmal. So, das ist jetzt so ein ganz, ganz zartes Gelb. Dann haben wir den zweiten Abdruck, den setze ich direkt drauf. Das ist der, fast der gleiche, nur mit ein bisschen mehr Umrandung. Ich hoffe, das könnt ihr gleich in der Kamera erkennen. Ja, könnt ihr sehen, hier ist jetzt so ein bisschen so ein Rand drum. So, und dann kommt der dritte Stempel, das Geschnodder da drinne. Mal kurz gucken, wo die Blüte ist. Das ist. Manchmal ist es auch nicht so gut zu erkennen. Dann nehme ich auch den ersten Abdruck. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, jetzt trocknen auch die Blätter weg, also es sieht immer besser aus. Ja, ich werde das einmal kurz ausstanzen und dann geht das gleich weiter. So, das ist jetzt mein lilanen Rahmen, den ich hier schon ausgestanzt habe. Und ich hatte erst gedacht, das Innenleben benutzen wir nicht. Dann habe ich gedacht, wie viele Karten will ich denn noch basteln, nur um dieses Innenleben zu verwenden. Wir machen das jetzt mit Innenleben in der gleichen Farbe wie mit dem Rahmen. Weil das sieht ja auch, wenn man es mal genau nimmt, eigentlich ganz schick aus. Gell? Also. Genau, also ihr nehmt euch einfach die große Stanze und die kleine und dann macht ihr das mit Washi-Tape ins Papier, schrägt das so rum in die Stanzmaschine, dann habt ihr auch keine Probleme. Und dann entsteht das. So, dann brauchen wir nochmal einen Gruß und ich habe mir gedacht, weil wir ja Muttertag machen, haben wir nochmal so ein Happy Mama Day. Das stempeln wir uns nochmal in schwarz auf. Ich hatte erst überlegt, was ganz dünnes, filigranes zu nehmen, aber ich habe tatsächlich Angst gehabt, dass man das nachher nicht mehr sieht. So, das sieht man auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sagen, setzen wir uns eben einmal die Karte zusammen. So. Ihr braucht ein Stück Vellum. Das ist 12,5 x 9,5. Passt das einfach hier hinten an euer Etikett an. Ihr könnt es mit Flüssigkleber festkleben. Ihr könnt aber auch doppelseitiges Klebeband nehmen. Ihr müsst nur aufpassen, es sind ja solche Striche oder solche... nicht, dass da der Flüssigkleber nachher durchdrückt. So, das lasse ich jetzt hier erstmal... trocknen. So, achso, was ich euch noch zeigen wollte ist, das nehme ich mal aus dem Licht, die Blumen, die ich gemacht habe, ich habe mir hinten die Farbe raufgeschrieben und welchen Abdruck ich genommen habe, weil, wieso habe ich das da nicht gemacht, weil dann kann man das nämlich auch beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen einfacher gestalten. Hier habe ich geschummelt, da muss ich wohl nochmal bei. Gut, das trocknet, dann nehmt ihr euren Kartenrolling. Ihr könnt den schon mal falten. Dann nehmt ihr euch euer Etikett. Ja. Macht da Flüssigkleber drauf. So, und nun... setzt ihr euch das vorsichtig hier in die Mitte, drückt es aber noch nicht an. Jetzt nehmt ihr euch euer
Etikett mit dem Vellum. Legt das so rauf, wie ihr das nachher aufkleben wollt, und dann schiebt ihr euch das untere nochmal zurecht. Und dann ist es nämlich auch gerade. So, genau. Und wenn das so zu lesen ist und gerade ist, dann drückt ihr das einfach fest. So, das kann jetzt antrocknen. Jetzt werden wir uns das hier einfach nur mal ein bisschen erhöhen. Man hätte auch jetzt ein richtig tolles Schüttelelement draus machen können, wenn man sowieso schon hier Vellum ranklebt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen zu faul, das jetzt ganz dicht an dicht zu kleben und dann da noch Pailletten hinter zu machen. Aber die Idee ist auf jeden Fall da. Wir werden bestimmt noch mal ein Schüttelelement machen. Dafür ist ja auch diese Stanze prädestiniert, oder? So, dann zieht ihr euch hier einfach die Schutzfolie ab. So, und dann setzt ihr euch das einfach hier rauf. Und da man hier ja durchgucken kann, ist es ganz easy peasy einfach. Seht ihr? Und man kann auch das Happy Mama Day lesen. So, jetzt nehmt ihr euch einfach ein Blatt. Na, ich klappe die Karte noch mal auf. So, ein so ein Blatt. Dann macht ihr euch einfach Flüssigkleber rauf. Und eure in dem Hintergrund, also das ist auch alles, nee, das ist Heideblüte, genau. Heideblüte. Ich habe das immer an das Stempelkissen angepasst, entweder ans Dunkle oder ans Helle, je nachdem, wo ich mir gerade lustig bin und wie viel Restpapier ich noch hatte. Ich bin nämlich gerade dabei, meine ganzen Papiere aufzubrauchen. So. Und dann haben wir das hier einfach raufgeklebt und es sieht auch einfach schon mal richtig süß aus. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, sind Glitzersteine. Ich habe hier die von Action, die passen da wunderbar zu. Nehmt ihr euch euren Aufhebhelfer und packt euch hier einfach so ein paar Glitzersteine hin. So wie ihr der Meinung seid, dass es schick aussieht. So, und dann räume ich das hier gleich mal weg und dann zeige ich euch gleich nochmal, was ich noch gemacht habe. So, das habe ich schon mal in Magentarot gemacht. Und, nee, Bonbonrosa, Entschuldigung. Und das ist Calypso. Das ist ja Fräsienlila. Nein, Heideblüte. Entschuldigung, ich komme immer ein bisschen durcheinander. Aber es steht ja alles vor uns. Ich habe hier immer mal wieder einen anderen Spruch reingebracht und zeige euch gleich nochmal. Ich habe noch ein paar mehr Karten davon gebastelt, immer mal einen anderen Spruch reingesetzt. Ich finde, die sind eigentlich wirklich sehr süß geworden. Ich hoffe auch, dass die Mamis sich darüber freuen. Und das Zusammensetzen geht ja nachher auch immer richtig schnell. Erst wenn die Idee da ist, dann läuft es ja auch total gut. So, hier wollte ich die pinken Drops nehmen. Der wollte nicht. So, das ist das nochmal in Pink. Dann habe ich für das Calypso, mir fällt das auch echt immer nicht ein. So, die sind hier auch ein bisschen störrisch. Eigentlich habe ich hier immer den Aufhebhelfer, weil das eigentlich immer ein super Ding ist. Aber manchmal wollen die einfach nicht. Genau, dann haben wir hier, und man kann es auch wirklich super lesen: Alltagsheldin, Happy Mama Day. Dann haben wir hier nochmal so ein schön, dass es dich gibt. Auch noch mal in der Farbe mit Happy Mama Day oder so ein Dankeschön auf Englisch. Ich habe wirklich immer darauf geachtet, dass die Schrift wirklich ein bisschen dicker ist, dass man das auch wirklich lesen kann. Hier habe ich noch mal eins in Kirschblüte gemacht. Genau. Da hatte ich nämlich kein Fräsienlila. Nee, doch kein Fräsienlila. Nein, kein Bonbonrosa mehr. Genau, das ist ja mit Bonbonrosa und Kirschblüte. Und deswegen ist jetzt dieser Hintergrund mit Kirschblüte. Eigentlich gehört er dahin. So.
Und hier nochmal ein schön, dass es dich gibt. Ja, das sind eigentlich ziemlich die gleichen. Ja, da habe ich nur die gleichen gemacht. Ja, genau. Also ich hoffe, dass euch die Idee gefallen hat und ihr habt jetzt Lust, das nachzuwerkeln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.